So, Hallöchen, meine Lieben. Mal eine andere Perspektive. Es ist zwar jetzt nicht draußen, aber es ist eine andere Perspektive. Was ist denn hier los? Ach. Ja, ein Deckel. Ja. Wie gesagt, mein Gott, jetzt ist alles verschwommen. So, nochmal. Ja, wir haben es jetzt Sonntagabend. Und ich habe die ganze Wochenende nicht so viel gedreht. Eine Sache habe ich abgedreht, aber das werdet ihr erst in ein paar Tagen sehen. Sonst war ich heute auf der Waage. Es hat sich nicht so viel verändert. Deswegen werde ich erst nächste Woche ein Abnehmen-Update machen. Und jetzt werde ich erstmal die restlichen Fragen noch beantworten. Sonst habe ich leider nicht so viel, was ich euch jetzt noch zeigen möchte oder erzählen möchte, was auch immer. Also, warte mal ganz kurz, bis gleich. So, da bin ich wieder. Nicht wundern, nebenbei schnalzen die Katzen wieder. Und ich habe Fernsehen an, weil ich den YouTube, nein, YouNow Kanzler gucke. Genau. Fangen wir mal an. Machen wir ein bisschen Licht aus. Also, woran kannst du dich immer wieder aufregen? Ja, wenn andere Menschen wieder von einem Thema anfangen, wo ich gesagt habe, dass sie das bitte lassen sollen, das finde ich furchtbar. Ja. Kann jeder Beziehung gerettet werden? Ja, finde ich schon. Ja, komm, genau. Nee, finde ich dann doch nicht schon ein bisschen. Also ich finde nicht, jede Beziehung kann gerettet werden, weil manchmal ist es halt so, dass man die eine Person liebt, die anderen Person halt nicht mehr. Da ist es halt so, kann man ja nichts ändern. Also nicht alle. Mit welchem Körperteil bist du total zufrieden? Körperteil. Ja, würde ich sagen, die Augen. Kannst du unter Druck gute Leistungen erbringen? Ich glaube nicht so. Ich bin jetzt nicht, glaube ich, da nicht so gut, aber ich möchte das gerne, aber ich glaube nicht. Welche Lebensphase hast du als besonders angenehm empfunden? Die Pubertät. Die war nicht so dramatisch, fand ich. Oh. Nein. Warte mal ganz kurz. Nein, nein. Nee. So geht das hier nicht. Nein. Das packe ich jetzt in den Kühlschrank. Nee. Selber schuld. Ein einziges Christ. Eins. Ein einziges. Ja, eins. Hier ist eins für dich und eins für dich. Bitteschön. Das packe ich jetzt in den Kühlschrank. Nee. Ja, das war's. Mehr gibt's jetzt nicht. Ich habe den Katzen gerade was zu gefressen gegeben und die Tüte leider nicht super gut versteckt. Und deswegen haben sie das gefunden. Und wenn sie das finden, dann ist es schneller in meinem Schlafzimmer unterm Bett, als ich denken kann. Und deswegen, nee. Warte mal, muss ich sie alles hier hinstellen hier wieder? Meine Güte. So. Die nächste Frage ist: Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Habe ich schon oft gesagt. Sommer. Habt ihr das schon? Hatte ich schon mal ganz kurz. Bestellst du im Restaurant immer das Gleiche? Wasser, also was zu trinken? Ja. Also meistens ist es halt Wasser. Oder halt, wenn meine Mutter irgendwie Cola Zero, also ohne Zucker, kauft, also bestellt, dann mache ich es auch, aber meistens ist Wasser. So. Welches Ritual hast du beim Duschen? Ritual? Eigentlich nichts Großartiges. Haare waschen, Körper waschen, fertig.
Wie gefährlich ist deine Arbeit? Also ich gehe jetzt von der Pflege aus. In der Pflege war nichts gefährlich, finde ich persönlich. Also ich war ja Pflegehelfer, also Pflegeassistentin. Und ich durfte halt nur das machen, was ich gelernt habe. Und bei den Examinierten ist es ein bisschen was anderes, ne? Die dürfen halt mehr zu Spritzen geben und in welche, zum Beispiel Dekubitus versorgen und sowas. Das dürften wir eigentlich nicht, die Pflegeassistenten wissen zwar, wie es geht, aber wir dürften es ja halt nicht. Oder so Spritzen, solche in die Vene, glaube ich zumindest. Arterie ja nicht, in die Vene, glaube ich zumindest. Da dürfen wir ja nicht reinspritzen, das dürfen halt die Echsen. Und das ist ein bisschen gefährlicher, zumindest glaube ich. Aber sonst war es kein gefährlicher Beruf. Mal die richtigen Sachen anziehen, halt richtigen Schuhe, dass sie nicht so glatt sind. Sonst war der Beruf in der Pflege auf jeden Fall nicht gefährlich. In der Reinigung genauso wenig. Ja, halt die richtigen Schuhwerke oder die richtigen Arbeitskleidung, damit man nicht ausrutscht oder so. Aber sonst, ne. In der Betreuung ist eigentlich gar nichts gefährlich, ne. Genau. Hochrutsch. Welchen Kinofilm ich sehr genossen habe. Wie hieß er? Narnia. Ja, also schon, auch schon wieder 5, 6, 7, 8 Jahre her. Welches Brettspiel magst du am liebsten? Mensch, ärgere dich nicht. Wem hast du zuletzt eine Postkarte geschickt? Oh, ich glaube, meinen Eltern, glaube ich. Als ich mit meiner Oma in Spanien war, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vor 2 Jahren ist das gewesen, nämlich. Krass. Ich habe nicht nur so eine Erinnerungspost oder eine Nachricht bekommen von Instagram. Ja. Krass, das ist schon 2 Jahre her. Wie eng ist deine Beziehung zu deinen Verwandten? Geht so. Ja, mit meiner engsten Familie gut, aber mit meiner restlichen Familie, mein Gott, man sieht sich dann, ach, dass sie hochkommen, 10-mal im Jahr höchstens. Na, wenn da weniger, aber ja Gott, das ist das Leben, ne? Wann hast du zuletzt ein Mikrofon gesprochen? Mit, Gott, 10 Jahren vielleicht? Hast du gelegentlich Freizeitspaß? Weiter. Was sind die 3 schönsten Ereignisse des heutigen Tages? Ich war walken. Es war nur eine Runde. Also nur 1 Kilometer, aber trotzdem, das Wetter war so beschissen, es hat so gegossen hier in Hameln und es war so windig und danach hat es auch noch geschneit, also wirklich, dann hat 96 auch noch verloren. Ja gut, das ist zweitrangig, aber trotzdem haben sie 2-2 gespielt erst und dann in der letzten 5 Minuten haben sie dann noch leider das 3-2 gekriegt. Schade, ein Punkt wäre echt gut, besser als gar keiner. Aber naja, so ist das Leben. Abgestiegen sind sie schon. Physisch, also kopfmäßig sind sie schon lange abgestiegen. Aber naja, was soll man machen? Sonst das Positive. Sonst war ich bei meinen Eltern. Was das Positive ist, ist dahingestellt. Ja, 2 Sachen eigentlich nur. Ja, dass es mir ganz gut geht. Ne, sonst. Genau. Machst du manchmal einen Mittagsschlaf? Nee, noch nicht. Oder nicht mehr, wie auch immer. Findest du es wichtig, dass deine Meinung gehört wird? Ja, manchmal, in manchen Situationen schon, aber manchen auch nicht, ne? So ein Mittelmaß. Was ist dir in Bezug auf das andere Geschlecht ein Rätsel? Boah. Nee, tut mir leid. Kannst du dich gut beschäftigen? Ja. Kannst du Dinge leicht von dir abschütteln? Nein, leider nicht. Es bleibt da jahrelang drin. Das ist doof, aber ist halt leider so. Wie voll ist dein Bücherregal?
vielleicht 3 Bücher hier. Also nicht so viele. Bist du mit deiner Handschrift zufrieden? Ja. Sie ist leserlich. Also man kann sie lesen, sozusagen. Können deine Hände machen, was dein Kopf will? Ja. Wie oft am Tag schaust du in den Spiegel? Nicht so oft. Vielleicht einmal zum Zähneputzen, dann zum Schminken und dann ganz, ja, das war's. Oh Gottes Willen. Klagst du schnell über körperliche Beschwerden? Also klagen, also bedeutet für mich persönlich jetzt, dass ich es anderen sage. Ich habe jetzt so Schmerzen hier oder ich habe Schmerzen an einem anderen Bein, hoppala. Oder hier, da, überall. Nein, sehr, sehr, sehr selten. Also wirklich, wenn es wirklich wirklich sehr starke Schmerzen sind, dann sage ich Bescheid. Aber sonst behalte ich das für mich persönlich. Beispielsweise erzähle ich das ganz kurz. Und zwar, vorhin war ich walken, nur eine Strecke. Und wie gesagt, 1 Kilometer nur. Und hatte so massive Waden. Also nicht Wade. Ja, doch, Wade. Oder Schienbein. Schienbeinschmerzen. Dass ich wirklich kaum noch laufen konnte. Und ich wärme mich vorm Walken nicht auf. Weil ich dachte, das braucht man nicht. Ja, jetzt werde ich es auf jeden Fall machen, weil das war nicht angenehm. Weil ich habe sowas bisher noch nie gehabt. Das war unangenehm, auf jeden Fall. Und genau, nächstes Mal, wenn ich walken gehe, werde ich es auf jeden Fall machen. Genau, aber sonst habe ich nicht so viel Schmerzen. Wirklich nicht. Eher hier, ne? Genau. Klickst du auf Facebook manchmal auf Gefällt mir, obwohl du anderer Meinung bist? Nein. Wenn ich auf Facebook bin, und das ist nicht mehr so oft, dann klicke ich eigentlich nur dann auf Gefällt mir, wenn es mir auch wirklich gefällt, weil sonst nützt es mir nichts, ne? Wie persönlich ist deine Einrichtung? Persönlich? Nö, weiß ich nicht. Komische Frage. welche Songtext hast du jahrelang verehrt? Welchen Songtext hast du jahrelang verkehrt gesungen? Alle? Würdest du gerne viele Höhepunkte erleben, auch wenn du damit viele Tiefpunkte erleben müsstest? Nee, glaube ich nicht. Ist es so kompliziert? Nee. Dann lieber wenige Höhepunkte und dann weniger Tiefpunkte, aber egal. Mit wem hast du vor kurzem ein gutes Gespräch gehabt? Mit einer Bekannten meiner Mutter. Genau. Was trinkst du an einem Tag überwiegend? Wasser mit Zitronensaft. Ja, das war's. Nicht mehr wirklich kaum noch. Wirklich, wenn nur noch morgens Tee, aber wirklich nicht mehr über den ganzen Tag verteilt, weil nachts, ich kann durchschlafen, Leute. Es ist eine Wohltat, wirklich. Weil wirklich, es war jetzt wochenlang so, oder fast einen Monat, nee, über einen Monat, dass ich nicht schlafen konnte, weil mir jede Nacht schlecht war. Und selber habe ich dann gemerkt, ratter, 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 da war doch mal was mit Säure und Tee, also Früchtetee. Und ja, tja, genau. Welches Lied hast du zuletzt gesungen? Neuer Mensch, aber mitgesungen. Aber das hört sich ja furchtbar an bei mir. Deswegen habe ich leise gemacht. wann hast du zuletzt eine Kopfmassage gehabt? Beim Friseur, aber das ist schon seit, mein Gott, wie lange ist das her? 1,5 Jahre, 2 Jahre? Nicht, dass ich dann nicht beim Friseur war vorher, weil es gibt eine Person,
die kommt dann zu einer anderen Person hin und da gehe ich auch hin. Weißt du, was ich meine? So, die kommt nach Hause. Und da war ich ab und zu mal, aber ja, ich gehe halt nicht so gern zum Friseur, weil die Friseure machen das halt so mit so einem Kamm. Und wenn ich daran schon denke, dann ziehe ich mich, das kriege ich schon Tränen in den Augen. Es ist nicht so, dass ich heulen könnte. Ja, es tut sehrmaßen weh. Ich habe ja solche Locken. Und es ist so unangenehm, wenn die da mit ihrem Kamm da durchkommen, also durchgehen. Und das, sie können mir abschneiden, was sie wollen, wirklich. Und damals, als ich 2017, glaube ich, war das genau, im Dezember, da war es ja so, dass es Verdacht auf Krebs hatte. Toxoplasmose hatte ich dann aber nur hier an einer, am Hals war so ein dicker Knubbel, also die Lymphdrüsen waren entzündet oder zumindest angeschwollen. Genau. Und das war halt nur, weil ich habe eine neue Katze bekommen. Also Philo war damals erst neu bei mir. Und die Katze war früher eine Freigangkatze, also sie war draußen und hat dann halt dieses Toxoplasmose hier in die Wohnung gebracht und deswegen habe ich das bekommen. Und da habe ich ab und zu mal, weil es war so, angefangen hat es mit dem Ding hier im August. Ich bin aber erst im November zum, im November erst zu meiner Ärztin gegangen und habe mich halt gefragt, was ist denn das? Weil es immer dicker wurde, ne? Und dann hat sie gesagt, geh mal zum MRT. Nee, MRT, genau. Und es hat aber lange gedauert. Das dauert ja halt eine lange Zeit, ne? Und dann war das so, dass wir das MRT gemacht haben und dann auf diesem Schein oder dieses Ärztebrief, was auch immer, stand Verdacht auf Krebs. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das da hieß, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Habe ich dann recherchiert und es war Anfang Dezember. 1. Dezember, genau, das war der 1. Dezember, als ich den MRT hatte, genau. Und ich habe dann selber schon herausgefunden, zumindest da war irgendwas mit den Drüsen da, ne? Und hinter am nächsten Tag sind wir dann, es war noch Wochenende. Und danach, am Montag hat meine Ärztin mich angerufen, besser gesagt meine Mutter, weil sie meine Nummer nicht hatte. Und hat dann gesagt, ja, wir müssen sofort zu einem Spezialisten, der hier in Ameln ist. Und der würde mal gucken. Da haben wir ganz viele Tests gemacht, Blut abgenommen. Und das hat auch wieder eine Zeit lang gedauert. Also Montag hatte ich den Termin bei diesem, noch gar nicht für Termin. Ich wollte einfach nur hin und sagen, ich bräuchte einen. Da hat er gesagt, nee, sie bleiben gleich mal hier. Ach du Scheiße. Und dann hat das so. Ich hätte dann am Donnerstag einen neuen Termin gehabt und dann hätten wir einen Ultraschall gemacht mit, das war ein Ultraschallgerät mit Nadel, dass es hier durchgehen würde und dann halt so eine Probe entnehmen würde. Und, von Montag bis Donnerstag. Diese Zeit, also es war Dienstag ganzen Tag, Mittwoch den ganzen Tag. Leute, ich hatte in meinem Leben noch nie so große, Angst, aber so, ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ich habe nur daran gedacht, was ist in meinem Körper? Habe ich Krebs? Nicht die große Angst, Krebs zu haben, sondern vielleicht dann nie Kinder zu bekommen. Das war das Größte. Klar, es gibt immer Methoden, dass man halt irgendwas entnimmt und das dann wieder einpflanzt danach, der Chemo. Da, von der Chemo an sich oder von der Erkrankung Krebs, hatte ich jetzt nicht die größte Angst, sondern eher an die Folgen. Also, dass man ja wenn man Chemo bekommt oder Bestrahlung, das kann ja halt sein, dass man danach unfruchtbar ist. Und davor habe ich am meisten Angst gehabt und nicht vor dem Krebs an sich. Und ich habe sogar ab und zu mal, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, aber so ein Tuch genommen und habe mal geschaut, wie würde ich aussehen, wenn ich eine Glatze hätte.
Und ganz ehrlich, schön ist es nicht, ja. Aber für mich sind Haare nur Haare. Also andere Leute denken, oh mein Gott, wie schön. Da mal was, da mal was. Ja, ist in Ordnung. Aber ja, mein Gott, wir wachsen ja nach. Wenn sie nicht nachwachsen, dann gibt es Perücken. Aber Haare sind für mich. Für andere Menschen sind andere Menschen. Für mich persönlich sind Haare nicht so wichtig. Genau. Kommen wir auf den Punkt wieder hier. Mein Gott. Wo waren wir alle mit hier stehen geblieben? Mein Gott. Es windigt. Wie sieht der ideale Sonntagmorgen aus? Gemeinsam frühstücken? Ja, das war's. Genau. Machst du manchmal ganz alleine einen langen Spaziergang? Natürlich. Jeden zweiten Tag. Mit Stöcken. Wann hast du zuletzt Fotos eingeklebt? Ach Gott. 70 Monate. Worüber hast du vor kurzem deine Meinung geändert? Ja, dass vielleicht doch Low Carb doch gar nicht vielleicht so schlecht ist. Also ich esse nur noch morgens Kohlenhydrate und Rest des Tages wirklich fast gar nicht mehr. Vielleicht noch ein ganz, ganz bisschen am Mittwoch, Mittag. Aber abends gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Genau. Wann wärst du am liebsten den ganzen Tag im Bett geblieben? Wenn ich krank bin, aber sonst. Glaubst du an eine offene Beziehung? Nein. Welches Gesetz würdest du einfach, wenn du in der Lage wärst, ändern? Also wirklich, dass auch gleichgeschlechtliche, also homosexuelle Männer und Frauen auch adoptieren dürfen. Das ist, glaube ich, nicht so, glaube ich, ne? Also, vielleicht ist es auch falsch, ich weiß es nicht. Aber zumindest, dass sie wirklich die gleichen Rechte haben. Ja, und es eigentlich Frieden auf der Welt gibt, aber auf der ganzen Welt ist es schwer, ne? Genau. Und nee, nicht nur, ich meine jetzt, dass die gleichen Geschlecht, also dass Homosexuelle auf der ganzen Welt die gleichen Rechte haben. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das wäre toll. Was würdest du mit 1 Million Euro tun? Ja, also ich würde mindestens 250.000, mindestens, spenden. Einmal an die Robert-Enke-Stiftung und einmal an, ja, Once Upon a Smile. Ich weiß, ich spreche es falsch aus. Ich weiß. Und restlichen Sachen. Schulden abzahlen und halt die anderen Sachen, die fix ja, einfach nur leben, ne? Ich muss wahrscheinlich auch die Hälfte oder sehr, sehr viel abgeben, wenn ich immer noch nicht arbeite. Genau. Wie hieß oder heißt dein Lieblingskuscheltier? Flocke hieß es. Das gibt es nicht mehr. Aber so hieß es, ja. Ich wusste es selbst nicht. Ich hab damals meine Mutter mal gefragt, wie das Ding da hieß. Flocke. Ja, gut. Was war deine weiteste Reise? Lanzarote. Fuerteventura. Genau, in der Ecke da. Genau. Ja. In welcher... Oh Gott. Zu wem gehst du mit deinen Problemen? Wenn ich Probleme habe, gehe ich nirgendwo hin, weil ich niemandem was anvertrauen kann. Ich habe keine Freunde, nicht so viele. Also, und mit der Familie möchte ich da nicht drüber sprechen, weil das ist anstrengend. Und deswegen gehe ich mit Problemen eigentlich in die Öffentlichkeit manchmal. Das ist manchmal nicht so gut ist, klar. Aber was soll man machen? Für wen bist du eine Inspirationsquelle? Keine Ahnung. Wann hast du zuletzt einen Sonnenaufgang beobachtet? Heute Morgen.
wie hoch war das höchste Gebäude, das du je besucht hast? Keine Ahnung. Ich war noch nie auf einem Eiffelturm. Ich war noch niemals in Paris, von daher, aber hey, wüsste ich nicht. Hier in Hameln gibt es zwei Kirchen. Da war ich auf der Zugspitze. Auf der, an der Spitze, aber sonst nichts. Wüsste ich nicht mehr. Können andere auf dich bauen? Ja, finde ich schon. Was ist das Verrückteste, das du jemals getan hast? Mit YouTube angefangen. Ja, wirklich. Weißt du, ob du jemals einen heimlichen Verehrer hattest? Ja, aber ich hatte kein Interesse an ihm und ja, tut mir leid. Weißt du, ob du jemals... Ach, das habe ich schon. Welches Schmuckstück trägst du am liebsten? Ohrringe, aber selten. Ja. Würdest du bei deinem Partner, Partnerin bleiben, wenn deine Umgebung ihn ablehnen würde? Ja. Klar. Wann hast du zuletzt etwas gebacken? Gestern nicht. Vor einer Woche ungefähr. Nee, vor ein paar Tagen erst. Die Muffins, es waren sowas von blöd. Es geht halt einfach nicht mit Heißluft oder zumindest nicht so mit dem Backofen, ne? Philo, was sein? Du siehst es doch, dass es nicht klappt. Diese Katze macht mich irgendwann mal wahnsinnig, aber die ist so niedlich. Wärst du gerne körperlich stärker? Nein, weil ich ziehe Baumstämme. Also, wenn ich meinem Vater beim Holzmachen helfe, dann ziehe ich sehr, also wirklich bestimmt so 30, 40 Kilo, mindestens, ja, ziehe ich dann aber nur, ne? Aber trotzdem ist es sehr schwer. Also ich bin schon stark, also, ja. findest du, dass jeder Tag zählt? Ja. Man weiß nie, was passiert, ne? So, doch irgendwas, was wichtig ist? Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort um? Das Supertalent, GZSZ, dann Alles, was zählt. Da heißt das, glaube ich, sowas. Davor, GZSZ, ne? Gute Zeit, schlechte Zeit, meinte ich jetzt, ne? Dann Deutschland sucht einen Superstar. Und also diese Talentwettbewerbe, außer was gar nicht so schlecht ist, ist The Voice of Germany. Das ist gar nicht so schlecht, aber der Rest ist alles kacke. Zumindest auch dieses komische, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Was ist das so ein Quatsch? Oder auf erste, Rote Rosen. Oh, da kann ich ja einschlafen. Andere Sturm der Liebe ab und zu, wirklich nur ab und zu. Aber zurzeit ist mir auch total langweilig. Welche deutsche Serie ich gucke, wenn überhaupt, dann ist Unter uns und K11 und da Niedrig und Kuhnt. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr selten. Also wirklich, ich habe jetzt zwar Fernseher an, aber ich schaue einen YouTube-Künstler auf dem Fernseher, weil das ist einfach schöner. Aber sonst schaue ich sehr, sehr selten Fernsehen. Und Emma Dell ist ja in dem Sinne schon Fernsehen, aber kein deutsches Fernsehen. Und das schaue ich dann auch, muss ich dann halt auch selber im Internet gucken, weil es ja natürlich nicht im deutschen Fernsehen englische Serien gibt. Das ist ja klar. Und genau, jetzt höre ich auch so quatschen, meine Lieben. Tut mir leid für dieses bisschen blöde Video, aber mein Gott, es kommen auch wieder bessere Videos. Ich habe mir jetzt so entschieden, dass in der Laufe der Woche Videos kommen. Also von Montag bis Freitag. Es kann sein, dass ein Tag oder zwei Tage mal kein Video kommt. Das kann ich nicht, ne, versprechen. Aber am Wochenende, also Samstag und Sonntag, kommen eigentlich gar keine Videos.
Genau. Genau, dann mache ich das so. Also ich lege gerade selber, wie ich das mache. Weil morgen habe ich ja einen ganz kurzen Termin bei meiner Oma. Ich helfe ihr. Dann, das war es eigentlich schon, ne? Ja, genau. Meine Lieben, ich höre jetzt auf zu quatschen und wünsche euch ein wunderschönes Start in die Woche. Bis morgen. Tschüssi.